Jugendtennis auf Top-Niveau und dazu eine familiäre Atmosphäre. Das gab es am vergangenen Wochenende wieder beim BTTC Grün-Weiß. Dieser mittlerweile schon zweite BTTC Junior Cup ist übrigens das einzige Berliner Jugendturnier im April. Und da liefen schon am Mittag die jungen Spielerinnen und Spieler richtig gehend heiß. Plätze gibt es im Verein einige. Zur Verfügung stehen 8 Sand, 4 Hartplätze und ein Kunstrasenplatz mit Grazsand. Wir hatten dieses Wochenende den zweiten BTTC Junior Cup hier in Berlin-Lichterfelde. Ist ein hervorragender Standort für ein Jugendturnier mit der großen Anlage. Und wir haben hier die Besonderheit, dass wir halt 4 Hartplätze haben, outdoor, also draußen. Das gibt es in Berlin kaum. Und das hat uns jetzt die Möglichkeit eröffnet, hier ein Ranglistenturnier zu veranstalten. Das erste Finalspiel des U12-Turniers ist schon im vollen Gange. Raphael Wagner vom BTTC steht gegen Maximilian Holz vom TC Grün-Weiß Nicolas See auf dem Platz. Mit Blick auf den Sieg geben beide mächtig Gas. Für Raphael Wagner klappt es am Ende trotzdem nicht so recht. Im ersten Satz kann er noch 3 Spiele gewinnen. Im zweiten geht er dann mit 0-6 leer aus. Einen Pokal gibt es natürlich auch für ihn, für den Zweitplatzierten. Also ich wollte auf jeden Fall das Turnier gewinnen, weil ich war halt an 1 gesetzt. Und auf jeden Fall versucht hat, das Spiel schnell zu machen. Und das ist mir, glaube ich, auch gelungen. Also. Auch das Nebenrundenfinalspiel lässt nicht lange auf sich warten, dauert dafür aber um einiges länger. In den ersten beiden Sätzen schenken sich Hannes Stefanik und Jonathan Gies nicht viel. In einem dramatischen dritten Satz im Matchball Break kann Gies das Spiel dann aber für sich entscheiden. 13-11 siegt er am Ende gegen Hannes Stefanik. Danach gilt es erstmal abkühlen. Die Sonne ist auch heute wieder Dauergast. Nebenan auf Platz 2 findet das Finale zwischen Sora Koffi und Sophie Ehrenberger-Rover statt, also das Finale der Mädchen U12. Im ersten Satz stimmt das Spiel auf beiden Seiten. Koffi gewinnt mit 7-5 und geht dementsprechend mit viel Energie, Motivation und Selbstvertrauen in die nächste Runde in den zweiten Satz. Bei ihrer Kontrahentin macht sich unterdessen Frustration breit. Trotzdem gibt sie nochmal alles, schafft sogar kurz ein Comeback. Am Ende geht Koffi trotz aller Bemühungen ihrer Gegnerin siegreich vom Platz und entscheidet den zweiten Satz mit 6-3 für sich. Halt, wenn ich führe, dann ziehe ich es halt meistens immer durch. Dann will ich halt immer gewinnen. Also, ja. Und dann motiviere ich mich halt sehr viel heute. Und ja, das Turnier zu gewinnen war echt eine Freude. In der Nebenrunde der Mädchen hat Maja Michner vom SV Henstedt-Ulzburg aus Schleswig-Holstein mit 2 fixen Sätzen kurzen Prozess gemacht. Gegen ihre Gegnerin Johanna Fahrenholz lässt sie sich nur wenige Punkte nehmen und kann beide Sätze 6-2 und 6-1 für sich entscheiden. Am Ende des Spiels und damit des Turniers geben sich natürlich, klar, so hört sich das auch, trotzdem beide sportlich die Hand. Der BTTC Grün-Weiß ist dank seiner netten Gastronomie und einer großen Anzahl von Plätzen ein exzellenter Gastgeber für Turniere aller Art. Und wenn das Wetter wieder so mitspielt, dann steht auch zukünftigen sonnigen Wettkämpfen wie dem BTTC Junior Cup nichts im Weg.